Bei KWC, der Schwerpunkt der Messepräsentation liegt bei unseren neuen Produkten und unseren Konzepten. Wir haben KWC-Konzepte, damit beschäftigen wir uns eigentlich mit der Zukunft. Wie sieht in der Zukunft das Bad aus, wie in der Küche? Und was für Einfluss hat das auf unsere Armaturen? Und da haben wir verschiedene Antworten geliefert. Diese Produkte sind eben nicht zu kaufen, sondern wir nutzen eben auch diese Messe, um Feedback von unseren Kunden zu sammeln, ob wir eigentlich den Zeitgeist treffen oder nicht. Oder wie sieht das Bad in 5 Jahren aus und wie sieht dann die Armatur aus? Es geht dann in Richtung Digitalisierung der Armatur und darauf haben wir Antworten. Eines meiner persönlichen Highlights ist unser Konzept K01. Das ist eine Küchenarmatur. Wir haben festgestellt, dass sich die Küchen in Asien, Europa und Nordamerika immer mehr gleichen. Es gibt Wohnküchen, das heißt Wohnraum und Küche vereint. Meistens mit einer freistehenden Kücheninsel. Und wir haben eine Armatur entworfen, die perfekt dafür passt. Sie ist ein Statement, aber keine Armatur, die die Show der Küche stiehlt. Sie besteht aus 2 konischen Formen, rund und zylindrig. Die ist komplett mit einer Hand bedienbar. Rausziehen, Temperatur wechseln, Wassertemperatur, Strahlart, alles elektronisch gesteuert, wirklich ein Highlight. Also das Feedback der Besucher, der deutschen Besucher, aber wir haben auch sehr viele internationale Besucher, ist hervorragend. KWC hat in den letzten paar Jahren noch nie so viele neue Produkte präsentiert. Vor allem auch unsere Konzepte, wie wir die Armatur der Zukunft sehen, stößt auf reges Interesse. Vor allem die Digitalisierung, weil wir uns damit beschäftigen, was hat die Digitalisierung für einen Einfluss auf die Armatur, stößt auf reges Interesse.